Im letzten Video haben wir euch 11 Tipps und Tricks zum Huawei P20 und P20 Pro gezeigt. Da ihr euch mehr davon gewünscht habt, kommen hier weitere Tipps zum Huawei P20 und P20 Pro. Die erste Serie an Tipps sind geheime Tipps, also pst, nicht weiter sagen. Ihr kennt sicher das versteckte Apps-Menü von alten Huawei-Smartphones, aber ihr findet es nicht mehr. Der Grund ist, dass es jetzt selbst versteckt ist. Mit einem kleinen Trick kann man es aber aus dem Versteck locken. Dazu muss man sich eine App namens Emui Tweaker herunterladen. Dort findet ihr neben einigen anderen versteckten Funktionen den Punkt Hidden Application Menu. Klickt da einmal drauf, schiebt den Regler auf On, drückt auf Apply und startet euer Gerät neu. Indem ihr eure Finger auf dem Startbildschirm auseinander bewegt, kommt ihr in das versteckte Apps-Menü und könnt eure Apps hier verstecken. Das reicht euch nicht? Unter Einstellungen, Sicherheit und Datenschutz habt ihr weitere Optionen, wo ihr zum Beispiel Apps mit der App-Sperre verschlüsseln könnt oder einen passwortgeschützten Dateisafe erstellen könnt. Interessanter ist aber der Private Space. Diesen müsst ihr erst einmal aktivieren, indem ihr einen neuen PIN und eventuell neue Fingerabdrücke registriert, die von euren Hauptlogin-Informationen abweichen. Beim Entsperren des Gerätes könnt ihr diese alternative Login-Methode nutzen, um in den Private Space zu gelangen. Ein verstecktes privates System im System. Zwischen diesen ist es im Menü möglich, Dateien auszutauschen oder Apps untereinander zu übertragen. Alle eure privaten Apps und Dateien sind hier gut geschützt. Interessant ist auch, dass man diese Private Space wie bei Phone Clone auf andere Geräte übertragen kann. Übertragung ist eine gute Überleitung zu Huawei Share. Diese Funktion aktiviert ihr entweder in der Benachrichtigungsleiste oder in den Einstellungen unter Geräteverbindungen. Ihr könnt es euch wie Apples AirDrop vorstellen. Wenn euer Smartphone und PC im selben Netzwerk sind und die Netzwerkfreigabe freigeschaltet ist, könnt ihr im Ordner dieser PC im Seitenmenü auf Netzwerk gehen und solltet im besten Fall euer Smartphone sehen und darauf zugreifen können, sodass sich Dateien ohne Kabel hin und her verschieben lassen. Das funktioniert auch zwischen zwei Huawei-Smartphones. Falls ihr zwei WhatsApp oder andere Messenger- und Social-Media-Konten habt, wo ein Wechsel zwischen Accounts nicht möglich ist, ist die App-Twin-Funktion sehr nützlich. Unter Einstellungen, App und Benachrichtigungen könnt ihr mit App-Twin Apps wie WhatsApp klonen, um euer zweites Konto nutzen zu können. Hier habt ihr aber auch die Möglichkeit, Apps Berechtigungen zu erteilen oder ihnen diese wegzunehmen oder auch Standard-Apps wie zum Beispiel euren Standard-Webbrowser auszuwählen. Dort kommt ihr auch in das Menü für die Benachrichtigungs- und Statusleiste. Hier könnt ihr euren Netzbetreibernamen ausblenden, die Akkulaufzeit in Prozent anzeigen lassen und die Art der Darstellung verändern, Benachrichtigungen über den App-Symbolen als Punkt oder Zahlen darstellen lassen oder sogar die Netzwerkgeschwindigkeit anzeigen lassen. Als letztes noch 7 kleinere Tipps im Schnelldurchlauf. Durch das Zusammenführen zweier Finger im Startmenü könnt ihr euer Startmenü personalisieren. Das meiste erklärt sich von selbst. Das Beste ist hier jedoch, dass ihr gleich mehrere Apps auf einmal auswählen und verschieben könnt. In den Einstellungen im selben Menü könnt ihr auch das Schütteln aktivieren, um für etwas mehr Ordnung zu sorgen. In der Designs-App könnt ihr euch Designs herunterladen und auf euer Gerät anwenden. Wenn euch jedoch nur bestimmte Designelemente gefallen, könnt ihr auf Anpassen klicken und beispielsweise die Symbole von dem einen Design und den Sperrbildschirm von dem anderen Design übernehmen. In den Einstellungen unter System gibt es den einfachen Modus. Damit wird euer Gerät nicht zum Windows Phone, sondern das Layout des Startbildschirms wird stark vereinfacht, Symbole und Schrift vergrößert. Wenn ihr wenig Akku habt, könnt ihr unter Einstellungen Akku den Ultrasparmodus aktivieren. Dieser erhöht die Akkulaufzeit drastisch, da nur die wichtigsten Funktionen aktiv sind und kaum noch Apps im Hintergrund laufen. In den Akku-Einstellungen findet ihr auch den Punkt Oberflächenfarben dunkler einstellen, sodass eure Menüs ab jetzt im dunklen Modus sind. Ihr könnt das Kamerasymbol auf dem Sperrbildschirm berühren und hochziehen, um die Kamera zu starten. Aber wenn ihr mittig hochwischt, habt ihr Zugriff auf einige andere Funktionen. Hier könnt ihr den Rekorder öffnen, die Taschenlampe einschalten, den Taschenrechner und die Stoppuhr nutzen, sowie ganz einfach Barcodes scannen. Gerade letzteres ist sehr hilfreich. Im Ordner Werkzeuge findet ihr die App Smart Controller. Hiermit könnt ihr über den Infrarotsensor euer Gerät als Universalfernbedienung für Fernseher und mehr nutzen. Das Einrichten ist aber ziemlich selbsterklärend. Das waren wieder einige Tipps und Tricks zum Huawei P20 und P20 Pro. Stellt gerne eure Fragen in den Kommentaren und falls euch das Video gefallen hat, freue ich mich über jeden Like, ansonsten ist der Dislike-Button direkt daneben. Abonniert auch den Kanal, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst und schaut auf mobilegeeks.de vorbei, wo ihr meinen sehr ausführlichen Testbericht zum Huawei P20 Pro lesen könnt. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen, mein Name ist Ümit für Mobile Geeks.